Einen schönen guten Tag alle zusammen. Servus und danke an Elvis, Ihan Gaming TV. Danke fürs Folgen. Sehr cool, sehr cool. Das fängt heute schon cool an. Und zwar, heute mache ich wieder einen kurzen Flug von Wien nach Linz. Wie ja schon öfters nachgefragt, also gewünscht wurde, gibt es heute eben den Anflug auf Linz. Und ja, das wird ein relativ kurzer Flug. Flughöhe heute ist auch nur 14.000 Fuß, glaube ich, ja. Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Gut, dann bereite ich mal das Flugzeug vor. Batterie ein, externer Strom ein, Navigation ein. Dann starte ich mal das FS2Crew gleich. Wo ist der? Launch Application. So, keine Ahnung, warum das dort bei dem Bild ist. Warte, da muss ich kurz die Einstellungen auch noch einstellen. So, das kann ich da mal wieder schließen. Und. Let's start setting up. Okay. Nein, wir sind nicht Lufthansa. Wir sind eigentlich Lauder ja heute. Gibt es aber nicht. Das heißt, ich mache. Gar nicht. Ist besser. Okay. Dann machen wir. Warte, ich muss dann noch die Einstellungen nochmal checken, ob das jetzt passt. Ah, wird schon passen. Oh, der 3, soll ich das da mal rüberschieben, dass ich das sehe. So. Flugzeug weiter einschalten. Da haben wir Eggshot. Ground Control, Crew Supply on, Fuel Pumps on. So, Strobe Lights off. Auto, Navigationslichter an. Da dann die Hintergrundbeleuchtung von den Schnöcken. Den Standby Compass an. Die Emergency Lights an, Nichtraucherzeichen an und die Seatbelts auf Auto. So, Overhead ist mal fertig. So, dann brauche ich hier ein bisschen Licht. Warte mal, was ist das? Das ist die Hintergrundbeleuchtung, genau. Dann hier meine Displays etwas heller drehen. Irgendwie hat sich da beim letzten Update was geändert. Irgendwie sind die Reflektionen viel anders, das sonst kennt man fast gar nichts. Mal schauen, in die Einstellungen, was dann ändern kann. Und da auch alles ein bisschen heller, damit man was sieht. Auch beim Co-Piloten werden wir das alles heller drehen. So, hier auch die Lichter einschalten. Und dann das Wetterradar auch automatisch. So, dann schaut man hier das Tablet ein. Ja, da hat der Parallel was mit die. Na, wie sagt man? Mit die Reflexionen getan. Schauen wir kurz nach außen. Ui. Den Füller haben sie noch nicht behoben. Das habe ich jetzt schon gelesen. Wenn Flyby Wire, wenn man in der Außenansicht ist und die Kamera bewegt, gibt es anscheinend jetzt des öfteren Ruckler, den man gerade gesehen hat. Okay, dann schauen wir hier in die Einstellungen. Ah, warte mal. Ich hole mir mal meine Daten von SimBrief. Und vom Wetter her, schauen wir mal. Variabel hat sich noch nichts geändert, das heißt, mein Anflug sollte noch passen. Das schauen wir dann in die Einstellungen. Ob man da irgendwas mit den Reflektionen umstellen kann, das war eigentlich gar nicht so gut. Nein, da finde ich nichts. Wurscht, was muss da. So, ein OFP von SimBrief habe ich. Ich brauche 4,2 Tonnen Treibstoff. Sehr gut. Ja. Ja, das passt schon so. Können wir mal betanken. Sonst brauche ich da aber eh nichts. Okay, dann tun wir hier mal die Geschwindigkeit. I'm back. No issues on the walk around. Okay. Das sind Vorspulen, damit das schneller geht.
Ja. Hi, the security and safety checks are all done. Are you good to start boarding? Yes, you can start boarding. Thanks. Jawohl, dann starten wir hier das Boarding. Weight and Balance. Holen wir sich die Daten von Steam Brief. Das schaut gut aus. Dann starten wir hier das Boarding. Sehr gut. Initial natürlich auch noch machen. Das holen wir sich auch von Steam Brief heute. Ja, sehr gut. Lightplan, da ist natürlich nicht viel. Das heißt, wir starten heute auf der 29 Richtung. Gott, da muss jetzt noch schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig. Da ist Richtung sowie 1C. Wo ist das? Ja, genau. Sehr gut. Und einmal und in Linz wird heute auf der 08 gelandet. Aber das macht sie das wieder ab. Das muss ja auch schauen, wie ich das wieder deaktivieren kann. Karima macht sie da jetzt beim Flyby-Wire das Tankbild auf. Aber LS, mache ich da die ALS? Nein, mach schon ILS-Anflug, aber. Warte mal, muss ich schauen, ob es das da auch gibt. Ob es da die richtige Transition nämlich gibt. Ja, da habe ich mir aufgefallen, da stimmt irgendwas mit den Navigationsdaten nicht. Moment, über BitU1K. Ja. Okay, na, da gibt es nämlich nur die komische Transition. Darum mache ich das über die AirNav. Ja, da hat er einen schöneren Anflug. Und zwar über. Ja. Aber das ist jetzt. Ich, Trottel, haben wir das nicht aufgeschrieben. Wieso haben wir das nicht aufgeschrieben? Das war entweder über die WL81 oder 82. Aber das brauchen wir nur dann jetzt der Flugplanung anschauen. So, Flightplan. Gehen wir dann mal auf den Planungsmodus. Da auch alles ausschauen. Und dann schauen wir mal das dann mal an, ob das so stimmt jetzt oder nicht. Na, es war der falsche. Dann ändern wir das auch nochmal. Und dann machen wir den da. Ja, jetzt passt's. Jetzt müsste es passen. Ja, genau, da ist ein Anflug. Dann machen wir dann trotzdem in ILS-Anflug. Nur wenn ich ILS-Anflug annehme, gibt es diese schöne Transition da nicht. Da kann ich nur über Linz anfliegen und das ist nicht relevant. Na, wieso kann ich da jetzt? Ja, dann tun wir schon Luftdruck anpassen. 14.000 Fuß ist heute der Flug. Die Constraints anzeigen und. Ja, betankt ist das Flugzeug, beladen ist das Flugzeug, das heißt, ich muss mal meinen Flight Tracker einschalten. Oh, was kommt da jetzt dabei für Geräusch? Start Track, Flight Data. Ja. Hi guys, here's the load sheet for you. Thanks. Das ist auf einmal für lautes Geräusch. Links, interessant. Wurscht. So, dann brauche ich noch meine Performance. Also, aber zuerst einmal, ja, ganz vergessen. Es ist alles fertig beladen. Das heißt, meine Gewichte. Block Fuel 4.2. Das passt auch sehr gut. Was
Soweit gut, dann kann ich jetzt meine Performance berechnen. Wir starten mit Flaps 2 ab 0.5. Flex Temperature habe ich jetzt nicht berechnet, immer 50, das kann ich gerade hinkommen. V1, V-Rotate, V2. Das schaut sonst gut alles aus. Okay, RedNav. Das ist noch das Falsche. Da gebe ich das für links ein, weil es jetzt ein kurzer Flug ist. Das wäre OEM ist das ILS für links. Schauen wir mal, ob er das richtig übernimmt. Ja, ist klar, weil ich den ILS Approach gemacht habe. Ist sehr klar. Und der Kurs ist Top 3. Format Error. Interessant. 083. Internet. Interessant. Vielleicht muss ich dann doch nur das ILS auswählen. Keine Ahnung. Hier gibt es einmal so rein. Theoretisch sollte es trotzdem binden. So. Soweit, so gut eigentlich. Ich wäre eigentlich bereit für den Pushback und Start. Das heißt, APU einschalten. Hey, hey, hey. What the fuck? Ich hab doch nur das APU-Bild eingeschaltet. Das schaut dann da die externe Power aus. Sehr interessant. Könnte ein Bug sein. Wurscht, solange noch alles da ist, ist er halb so wild. Würde ich mal sagen. Normal, dass es da so rosa ist. Wie taugt man das nicht mit den neuen Reflektionen? Aber okay. So, das heißt, ich könnte ja eigentlich bevor Start Checklist machen. Eigentlich, ja. Machen wir mal die bevor Start Checklist. Before Start Checklist. Cockpit prep. Completed. Oh, es klappt, es klappt. Mein Mod ist da. Grüße Gott, Frau Nitschinger. Ich grüße Sie. Guten Morgen. Removed. Signs. On and auto. Are you sure about that? Adairs. Ja, sind on und auto. Mit on. Okay. Ideas aligned. Fuel quantity. 4180 kilograms. Guten Morgen. Set. Takeoff data. Set. Barrel breath. 1027. Set. 1027. Set. Down to the line. Down to the line. Burst. Request start clearance. Ground. Requesting pushback and start clearance. Okay, dann starten wir mal das Pushback. Okay, clear to push and start. Pushback Express launchen. Was das so ist, wie man das auch wieder Doc Ort sagt. So, dann. Ja, Außenansicht. Mal schauen. Den Pushback da hinbekommen. Das ist ein bisschen zu weit. Hey guys, all packs are on board. Are we clear to close? Yes. Thanks. Let me know if you need anything. Okay, das sollte passen. Cockpit to ground. Go ahead, flight deck. We will be ready shortly. Roger. Okay, der Pushback-Wagen kommt. Machen wir eine Below-the-Line-Checklist. Below-the-Line. Windows and doors. Closed. Closed. Beacon. On. Thrust levers. Idle. Parking brake. On. Before start, checklist complete. Sehr gut, dann warten wir auf den Pushback. Also, der hat er verbunden. Das heißt, es müsste eigentlich schon. Cockpit to ground. Go ahead, flight deck. We are ready for pushback and engine start. Roger. Wieso kommt jetzt die Gangway wieder ran? Die ist doch gerade weggefahren. Wir sofort jetzt wieder ran. Was soll denn das? Wer hat irgendwas? So, Parkbremse aus. Parking brakes released. Pushing back. Sehr gut. Dann Engine Start of Ignition. Und wir starten mal Engine 2. You are clear behind and you can start your engines at your discretion. Ladies and gentlemen, welcome on board today.
This is your purser speaking. Please direct your attention to the cabin crew for important safety information. There is an instruction card in your seat pocket that illustrates the safety equipment pushback. Regulations require compliance with this information as well as all crew. Das ist beim Außen, ja, das macht er ganz gut. Weiter gibt es sogar ein paar Wolken, obwohl es nur schön ist. Ist nicht ganz so hart beim Flug dann. So, Triebwerk fährt hoch. Wir fliegen heute nach Linz. Schon einige Male jetzt, also gewünscht wurde, dass ich in Linz lande, mache ich das jetzt heute. Okay, Parkbremse setzen. Parking brake set. Roger. Okay, the tow bar is disconnected and the equipment is clear. We will see you on the right hand side with the pin. Thanks, and you can disconnect and go to hand signals. Thanks, have a good flight, see you later. Damit starten wir auch Triebwerk 1. Starting engine 1. Secure your own mask before assisting others. Your life jacket is located under your seat. Ja, habe ich mir gedacht. Heute habe ich kurz Zeit. Dann mache ich den Flug auch nach links. Kann ich die Landung auch mit das TikTok-Video wieder machen. Es wurde ja von den meisten gewünscht, dass ich in links mal lande. Das war ein sehr kurzer Flug. Ja, ich bin eh schon dabei, Orlando und so Hubschrauberflüge auszuarbeiten. Nur da muss ich wirklich schauen, wie ich das am besten mache. Da war hier das Triebwerk startet, werde ich mal eine Ding machen. Warte mal, wo ist denn das? Reader Dashboard. Machen wir wieder eine Vorhersage, wie die Landung heute wird. Kennt ihr da Punktegewinner? Warte mal, wo ist denn das genau? Vorhersage starten. Wie wird die Landung? Ja, das machen wir wieder. Und wie viel Zeit gebe ich? 15 Minuten? Wird er treiben. Ihr Deck small. Ja. Wie du meinst. So, Vorhersage starten. Dann bekommt ihr hier mal die Vorhersage. Was hast du, wie genervt? Wie genervt er wirkt. Du bist gut. Ja. Naja, was willst du sagen, wenn der Igel wird die ganze Zeit sagen, der du hörst gar nicht tippen. Der ist gar nicht drüber freien, oder? Und genauso ist es bei mir, wenn er sagt, ich habe einen kleinen Spot. Okay, so, Triebwerke laufen. Das heißt, ich muss noch meinen Windkorrektor starten. Das heißt, ich brauche meine Taxi Lights. Die EPU kann ich wieder abschalten. Und Parkbremse, Ignition wieder auf normal. Parkbremse aus. Und ich fahre zur Runway 29. Ja. Okay, Co-Pilot hat schon Flaps gesetzt, wieso auch immer. Aber ist okay. Gibt es dann vielleicht ein paar Probleme, wenn ich das jetzt nochmal mache. So, fahre ich mal zu Runway. Flaps sind schon ausgefahren. Aber die Afterstart-Checklist nicht gemacht. Ups, wurscht, machen wir. Afterstart-Checklist. Anti-Ice. Ja, war schon easy, das Richtige. E-Cam Status. Sehr lustig, sei. Auto-Brakes auf Maximum. Hast du schon recht. Stimmt, den könnt ihr auch noch einfügen. Checked. Pitch trim. 26% set. Rudder trim. Zero. After start checklist complete. Sehr gut. Ja, dann überspringen wir das da, weil das andere brauchen wir das nicht. Dann machen wir nur die Before Takeoff. Wo ist die Before Takeoff?
So ist die Bevorzugung auf der Checklist. So. Cabin Crew. Ich fahre jetzt schnell. Pressure zero. Sehr gut. Brake check auch gemacht. So, Turbo Configuration. Passt eigentlich soweit. Mal schauen, ob es einen gibt mit riesen Pimmel überhaupt. Muss man sich selber dann aufnehmen. Gibt halt nur, den anderen Punkten. Wieso schalten sie die Autobrakes immer wieder aus? Verstehe ich nicht. So, da geht's dann gleich vorne rechts bei der nächsten Ausfahrt auf die Runway. Oder halt die Linie dann kurz stehen bleiben. Nochmal alles checken. Und die nächste Checklist machen. So, hier nach rechts. Bisschen bremsen wieder. So, dann bleibe ich hier kurz stehen. Dann machen wir die Checklist. Before takeoff checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Briefing. Confirmed. Flaps setting. Stehen bleiben. Approach path clear of traffic. Config 2. Config 2. V1. VR. V2. Flex Bremse. V1, 1, 2, 2, VR, 1, 2, 3, V2, 1, 2, 7, ja, das stimmt. Flex temperature, 5, 0 degrees. V1, 1, 2, 2, VR, 1, 2, 3, V2, 1, 2, 7, flex temp, 5, 0 degrees, ATC. Ja. Ah, hat sie schon eingeschaltet? Okay, na, no, hat man nicht. So, das ist noch on. Set. ECAM memo. No blue? Takeoff no blue. Down to the line. Last. Request takeoff clearance. Tower, ready for departure. Cleared for departure. Sehr gut. Below the line. Takeoff runway. Confirmed. Confirmed. Cabin crew. Advised. TCAS. TARA. Engine mode selector. Warte, dann kann ich wieder meinen Flightstick einschalten. Ob das hier alles richtig positioniert ist, das passt schon so viel. Normal. Packs. Packs off. Before takeoff checklist complete. Gut, dann machen wir den takeoff. So weit, so gut. Dann machen wir takeoff. Takeoff. Check. Flex. Thrust set. Ein bisschen nach rechts heute. Checked. V1. Rotate. Rotate, jawohl. Wir heben ab. Positive climb. Enough. Check. Hier ab. Jetzt hier gleich nach links. Mal kurz aus dem Fenster raus für euch. So, dann gehen wir da auf Climb. Thrust climb. Auto thrust. Check. Climb. Check. So, flaps 1. Gear is up. Die Lichter kann ich da auch dran. Da ein bisschen weiter nach rechts.
bleibt 0. Packs are on. Und dann schalte ich hier den Autopilot gleich ein, weil ich muss jetzt relativ früh in kurzer Zeit machen, weil er relativ schnell wieder sinken muss. Autopilot fliegt, sehr gut. Da drehen wir auch ab dabei. Das passt alles. Speed Brakes disarmen. After Takeoff Climb Checklist. After Takeoff Climb Checklist. Landing Gear. Up. Flaps. Retracted. Packs. Packs are on. Down to the line. Clear Rudden auf machen wir nicht, das brauchen wir nicht. Okay, das schaut nochmal ganz gut aus. Ich muss ungefähr 50 nautische Meilen vor links, muss ich ins Sinken beginnen. Damit es sich dann schön ausgeht mit meiner Flughöhe, mit meiner Reiseflughöhe. Das Wetter ist auch gleich geblieben, das sollte auch der Berechnungshaber was sagen. Wenn da 1000 ergibt. Da fahren wir noch an. So, bei 10.000 Fuß dann wieder die Landelichter ausschalten. Natürlich schaut der Controller wieder aus dabei. Wie habe ich das gemacht? So, genau. Warum das da so violett ist, das verstehe ich nicht. Das taugt mir nicht. Da kann das an die Grafik-Settings legen, was ich letztens geändert habe. Das können wir doch nochmal anschauen. So, 10.000 Fuß, Standard, da tut mich schon wieder, Standard Baro, machen wir die Checklist, Checklist, Below the Line, Baro Ref, Standard Set, Standard Set, After Takeoff Climb Checklist Complete, Set sehr Standard, gut. Standard Cross Check, Passing Flight Level 108, mal da bitte auf dem Fenster gucken, das ist Wien, südlich von Wien. Ein paar Außen natürlich. Rein theoretisch. Ja, kennen wir eh schon alles. In der Neustadt, Gotteslau, Boden, Trabreibahn. Wind ist Berndorf. So, 14.000 Fuß. Jetzt schaue ich da aber kurz nochmal, ob das wirklich am Ding liegt, vielleicht. An die Grafik-Settings. Was das violett ist. Nein, der Odra. Wurscht, lass einmal so. Alles da. Check. Speed. Check. 1000 to go. Check. Okay, das heißt, unsere Reiseflughöhe ist dann auch schon erreicht für diesen kurzen Flug. Fliege ich nicht sehr hoch. Das passt. Erst mal heller. Geht's noch heller? Nicht mehr fast nichts, wenn da die Sonne drauf scheint. Was gibt's News? Nix eigentlich. Passt alles. Arbeiten, Roboti. Wetter ist schön, endlich. Jetzt ist wieder warm, schön, sonnig. Sonst tut sich eigentlich nichts. Passt eigentlich alles. Irgendwie bin ich momentan ein bisschen unmotiviert. Ich weiß nicht wieso. Also nicht nur arbeitstechnisch, sondern generell irgendwie habe ich momentan auch nicht wirklich viel Lust. Weiß aber nicht wieso. Ich würde so. Ich würde gerade der Reißer die Motivation ein bisschen so. Enter Destination Data, jawohl. You have control. I have control. So, Destination. Ja, sind wir wieder bei den 50 nautischen Meilen, was ich gesagt habe. So, wir haben einen Luftdruck von 10,28 und 10 Grad. Wind ist variabel mit 2 Knoten. 28 Temperatur, 10 Grad. Wie gibt man Variable ein? Ich habe keine Ahnung, wie man Variable eingibt. Kann man das eingeben? Ich glaube nicht. Na, no, war klar. Kann ich nur die Dinge eingeben? Ja, das könnte ich machen. Da wird zuerst gerade einen Kaffee getrunken. Und Kaffee und Wasabi-Nüsse, glaube ich, da. Da würde dann, glaube ich, mein
mein Magen nicht so mit. Out of range. So, was gibt es jetzt da? Dann gehen wir halt 0,02, ist ja wurscht. Transition Altitude ist eigentlich auf 10.000. Wieso ist das out of range? Aha, interessant. Ich bin gespannt, ob das mit dem ILS-Anflug funktioniert heute. Weil ich ja quasi einen Airnav-Approach mache. Also kann ich da keinen Kurs ergeben. Du musst was haben müssen, ne? Livestream Späbe. Naja, eher nicht Späbe, sondern eher dann der Scheißerei war es gewesen. So, Performance, das habe ich jetzt alles eingegeben. 50 nautischen Meilen vor links werden wir ins Sinken beginnen. Auf 3000 Fuß, okay. I have control. You have control. Hast du schon das neue Emote gesehen? Ich habe ein neues Emote hinzugefügt. So, das heißt, wir fliegen da nur ganz kurz. Wir fliegen nach außen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir genau sind, wenn nicht aufpasst. Davon habe ich noch mehr. Ich habe einige Emotes letztens gemacht und ich habe noch mehrere im Petto. Muss ich dann einmal, wenn ich da denke, alle richtig ausarbeiten. Okay. So, dann fliegen wir hier kurz ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das da ist, wo wir gerade sind. Ja, natürlich, danke wieder an meinen Mod, dass er mich wieder unterstützt. Von den aller Früh. So, ich warte eigentlich jetzt nur auf den Top of Descent. Ja, wir haben da eh eine Karte, da könnt ihr ja schauen, wo wir ungefähr sind. Mal umschalten auf Meter auch. Aha, jetzt wird er schreiben von 180 Grad, da steht Variable. 180 Grad, okay. Da links, wo ist da? Links Hörsching, fliegen wir an. Muss da irgendwo sein. Wir sind da gerade bei. Keine Ahnung, irgendwo Linienfeld sind wir zuerst gerade vorbeiflogen. Ja, dann gebe ich da die 180, so wie mir der das tut, sagt. In der Performance. Dann passt das vielleicht besser. 180. 0,2. Da dann. Wo sind wir? Bei 77 nautischen Meilen. Also noch 22 Meilen. Dann fange ich ins Sinken an. Mal ein bisschen strecken. Oh, ich wollte mein Abzeichen ist durchsichtig. Wurscht sich mir meiste Zeit eh nicht. Oh. Was tut sich bei der Frau Nitschinger? Alles gut? Aha.
Ja, Reiseflug ist meistens nicht sehr aufregend. Auch wenn ihr nicht viel sieht. Ich glaube, es wäre lustig, weil jetzt den Flug, weil halt alle Bock haben, wir sollen in Linz landen und halt auch in Fliegerhorst, Hörsching, was wäre, also Lima Oscar Whisky Lima und Lima Oscar X-Ray Lima. Dabei ist es ein und dasselbe. Also der Militärflughafen von Linz teilt sich die Runway mit dem zivilen Flughafen. Nur der Militärflugplatz liegt quasi im Süden von der Runway und der zivile Flughafen liegt im Norden von der Runway. Wie spannend man das dann aus Sicht in der Szenerie. Das zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber von Linz aus passt das nämlich ganz gut, weil ich habe mehrere Anfragen bekommen, wo ich hinfliegen soll. Das meiste davon sind so kleinere General Aviation Flugplätze. Und da kann ich von Linz ist ein guter Ausgangspunkt. Da kann ich dann quasi mehr oder weniger haben wir da so eine kleine Österreich-Rundreise dann. Und das werden die nächsten paar Flüge dann werden. Das ist ganz interessant, ganz cool, da freue ich mich irgendwie schon drauf. Extra die ganzen Szenerien schon runtergeladen oder ein bisschen geschaut und dann nur die Flugpläne ausarbeiten. Aber es könnte ganz interessant werden, da sehen wir ein bisschen was von Österreich. Ich habe natürlich dann auch vor, hier im Microsoft Flight Simulator zu fliegen. Da optisch halt mehr dicht, bis man besser die Orte erkennen kann. So, guten 9 nautischer Meilen noch, dann sinken wir, das heißt ich drehe hier schon mal die 3000 Fuß ein fürs ILS. Ich bin gespannt, ob ich das mit einem ILS zusammenbringe, obwohl ich... Trink mal was, die Leute gucken schon! Ja, ich sollte was trinken, aber ich habe gerade nichts da. Aber ich hol mir gleich was. Einen Moment, ich muss jetzt warten, sonst verpasse ich den Top of the Sand. Du hast vollkommen recht, ich sollte mal etwas trinken. Ich hol mir gleich was. Hätte mir gar nichts zum Trinken hergerichtet. Stimmt. So. Ich ist auf Top of the Sand, dann hole ich mir geschwind was. Komm schon. 53. Und bei 51 dann... Roll. Thrust idle. Check. Open descent. Check. 1027 set. Dann hole ich mir 7 set passing 14300. Etwas zu trinken. Moment. Mach das so. Bis gleich. Checked. From the flight deck, ladies and gentlemen, as you may have noticed, we have begun our initial descent down to our destination. Now would be a good time to wrap up any business you need to take care of as we prepare for our approach. If you are up, once you return to your seat, we ask that you remain seated till your... Ja, stimmt, das stimmt doch, wenn man recht hat, dann sollte ich viel mehr trinken. So. So. Habe ich schon so gezockt. Okay, wir sind im Sinkflug auf Linz. So. Unsere Geschwindigkeiten haben wir schon alles. Da kurz schauen. Erst Kameraeinstellungen immer. So. Und was ist dann eh hier schön anfliegt? Ich hoffe mal, dass er da rechtzeitig langsamer wird. Wenn wir das auch einschalten, dann weiß ich, ob er das mit dem ILS auch gut hinbekommt. Schaut ganz gut aus soweit. Das heißt, wir fliegen über... Was ist das südlich von Linz? Weit hoch an der Y ist, oder? Fliegen wir da drüber.
Okay, rein theoretisch. Aber da vorne ist halt irgendwo dann schon links da. Schauen wir, ob da eh nicht durch. Ja, so stark sinkt, aber ich glaube, das schaut auch ganz okay aus. Bin schon gespannt auf das nächste größere Update von dem Flieger, weil angeblich, ist nicht ganz sicher so, in der Experimentalversion des Fliegers gibt es auch schon das FINEP, also das geregelte Sinken, mit dem das dann viel realistischer wird. Bin ich schon gespannt, wann das dann in die Entwicklerversion kommt, die was ich da immer fliege. Dann wird das Ganze schon ein bisschen realistischer. So, 10.000, das heißt, es muss ungefähr 30 sein. Ja, ich bin ein bisschen zu weit vorne, aber besser zu früh unten als zu spät. Ah, die Landelichter hat mein Co-Pilot gerade eingeschaltet. Sehr gut. Den Kameras sind natürlich verlassen, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Gut, dann machen wir die Approach Checklist. Approach Checklist. Briefing. Confirmed. ECAM status. Checked. Seatbelt. On. Barrel rest. 1028 set. 1028 set. Minimum. 1000 set. 1000 set. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Gut, dann schalten wir mal die Autobrakes ein. Was brauchen wir sonst derweil noch? Derweil brauchen wir sonst nichts. Ich bin da schon irgendwo im Flughafen oder so. Ist zu weit weg noch. Also wir sind hier, es passt ungefähr bei 8000 Fuß bei dem Ding, total drunter, aber es ist okay noch. Am nächsten 4000 drüber. Das hört sich, glaube ich, ganz gut ausgehen diesmal. Da die ILS-Marker sind auch schon da. Ist gut. Ich bin noch 10 nautische Meilen momentan vom ILS entfernt. Das zeigt er auch gut an. Ah, jetzt hat er den Kurs auch übernommen. Sehr gut. Passt. Das schaut gut aus. Muss ich dann nur mehr schön runterkommen hier in Lindhörsching. Das heißt, wir fliegen quasi von der Westseite an. Das heißt, der Militärflugplatz ist dann auf der rechten Seite von der Runway und der Zivile auf der linken Seite. Zumindest zu sein, sagen wir es mal so. Und dann kann ich die Checklist weiterschalten auf die Landing Checklist. Aber eigentlich könnte ich hier auch schon langsamer fliegen. Jetzt wird es gleich knapp mit dem Geschwindigkeit abbauen. Na, schauen wir mal, vielleicht geht es ja aus. Sonst wird dann mal wieder eine actionreiche Landung. Soweit passt noch alles. Da hinten ist das mal. Da ist, glaube ich, der Flughafen da hinten. Ja, müsste der Flughafen sein. Und links ist irgendwo da hinten normalerweise. Aber dem nächsten Wegpunkt muss ich über 4000 haben. Das könnte es ja knapp ausgehen. Ich bin da ganz gut, glaube ich, gerade unterwegs. Halt mal. Schmeckt mal. Also ich bin noch ein bisschen die Alpen. Vielleicht kann ich ein bisschen langsamer sinken. Oder am nächsten Punkt. Es wird ja auch noch über 4000 sein. Das heißt, warte mal, wie mache ich das jetzt? 1000 to go. Check. Speed? Check. Vertical speed? Check. Machen wir da langsamer. 2500. Radar altimeter ja, alive. Sonst bin ich zu tief. Check.
Sonst bin ich zu tief, wo ich eigentlich jetzt schon bin, zu tief. Kann man da manuell in Anführung jetzt ein bisschen mitsteuern? Das würde halt das VNAV, würde das jetzt regeln und sagen, okay, ich bleibe jetzt mal bei 4000 stehen und erst wenn die Restrictions vorbei sind, dann sinke ich weiter. Ich bin jetzt schon knapp 5000 Fuß zu tief, 5500 Fuß zu tief. Aber wir nehmen das halt noch nicht so eng. Das ist schon, ja, da. Da wird jetzt mein Ruckeln. Ah, er wird auch schon schön langsamer, das heißt, er hat die Approach Phase schon aktiviert. Rein theoretisch. Sehr gut, freut mich. Und auf dem Wegpunkt kann er dann weiter sinken auf 3000 und dann das ILS einfangen und alles vorbereiten für die Landung. Ich habe noch genug Zeit, also bin jetzt noch 10 nautische Meilen von der Runway entfernt. Da habe ich rein theoretisch genug Zeit noch Geschwindigkeit abzubauen und alles andere rein theoretisch. Jetzt sollte dieser Diamant dann langsam hier rüberkommen. Jawohl. Dann werden wir da langsam weiter sinken. Und dann schalten wir hier gleich den Approach Mode ein. Und dann gebe ich schon mal die Flaps 1. Localizer. Check. Und Gear Down, dass ich Geschwindigkeit abbauen kann. Warte, dann schalte ich gleich in Flight Stick wieder ein. Ganz vergessen. Gear Down, Flaps 1, er wird langsamer. Machen wir gleich Flaps 2. Da kommt dann der Glide Slope Indicator runter. Sehr schön schaut das aus. War halt ein ganz guter Approach. Ein bisschen zu früh, also war ich unten, aber sonst. So. Flaps 3, das ist jetzt ein bisschen zu früh alles eingeschalten, vielleicht, aber so da brauchen wir ein bisschen mehr Sprit. Ich muss die Ground, die Speedbrakes armen. Das passt auch. Dann machen wir einen Cabin Check. Und Flaps voll. Ich die Flaps hätten wir ein bisschen mehr Zeit lassen können, weil wir sind noch relativ weit weg. So 6 nautische Meilen. Aber ja, so habe ich mehr Zeit für alles. Das hätte ein bisschen besser managen können, ein bisschen weniger Sprit verbraucht. Aber es ist okay. Ich habe auf Blau gewettet, das heißt, ich muss eine gute Landung hinbringen. Ich will ja eine gute Landung hinbringen. Schauen wir mal. Ob ich es schaffe. Die letzten waren ja auch nicht so schlecht. Ich habe doch schon auf Cabin Check gedruckt. Jetzt passt. Gut, dann machen wir Landing Checklist. Landing Checklist. Cabin Crew. Advised. Auto Thrust. Speed. Auto Brake. Ha, sind wieder rausgegangen, wieso auch immer. Irgendwas hat's da. Medium. Ich will die Auto Brake auf Medium. Medium so. Medium. ECAM Memo. No Blue. Landing No Blue. Landing Checklist Complete. Gut, dann machen wir noch die Go Around Altitude von 5000 und. Passt. Die Frage ist, könnte ich jetzt Minimums. Na, wurscht. Minimum bei der ILS waren eigentlich 200, aber da ich das halt beim Aircraft nicht einstellen habe können, sonst halt, ist es halt bei 1000. For the love of God! 1000. And all that is falling! Check. My ILS is falling! Jetzt kommt jetzt voll ins TikTok-Video. Hoffentlich löschen sie das nicht wieder. Ich bin mich hingewandt, wollte ich auch schon ein TikTok. Achso, warte mal, ich konnte mir jetzt auch fliegen. So. Hier haben wir jetzt schön Lean Flashing. Da rechts Militärgelände und links na, zivil. Wir sind schön am Gleitslope. Und ja, dann bereite ich mich vor, das Flugzeug zu übernehmen. Was jetzt dann gleich machen wir. Wo bin ich jetzt? Bei 650? Ja, dann machen wir es wieder bei 500. Schauen wir mal, ob ich dann schön runterkomme. Wind, ja, Wind ist fast gar keiner.
Also könnte eine schöne Landung werden. 500. Manual flight, ich übernehme, sehr gut. Hört gut aus. 400. Was, nehmen wir den Tipp an von dem Piloten, ich tue den Landepunkt fixieren. Dann wird das vielleicht eine kürzere 300. Landung. 300. Bisschen zu tief. 200. Bin zu tief. Nein, wenn den Landepunkt fixiert, passt es eigentlich von der Höhe. 100 above, 100. Check. 50. 40. Flare. Check. 30. 20. Retard. Ah, ist viel zu spät. 5. Rollout. Aber check. Eine sehr sanfte Landung. Bisschen zu spät, spoilers, aber sehr sanft. Sehr gut, dann bremse ich hier auch gleich. Also für meine Ding war es eine schöne Landung, obwohl es ein bisschen zu spät war. Aber es war eine schöne Landung. Also Reverse aus. Jetzt wollen wir die ausschauen, da sieht man schön den Militärflughafen. Drüben den normalen, da fahren wir jetzt der hin. Und dann bremse ein bisschen. Oh, jawohl, danke schön. So. Autobrakes aus. Flaps einfahren. Speedbrakes disarmen. Das brauchen wir nicht mehr. APU an. Landelichter sind aus. Taxi Light an. Und dann geht es hier links dann schon zur Parkposition. Da könnte jetzt wieder das mit dem ETC probieren, ob man der eine Position gibt. Oder nicht? Links Boden. Rollen zum Gate anfordern. Linz Ground, Kinky 009er, request taxi Ladies to the and gentlemen, gate. This is the conclusion Kinky of our flight. Kinky 009er, taxi to gate Charlie 13 via taxiway until the captain has turned off the seatbelt sign. And the taxi to gate Charlie 13 via taxiway Foxtrot, Kinky 009er. Safe to move around the cabin. Gather your belongings. Ja, kann ich schauen, ob das da wieder geworden ist. We'd like to thank you for flying with us today. We appreciate your business and we hope to see you once again on a future flight. Thank you. Wieder nicht einschalten. Weiß ich nicht, ob ich hinfahren muss. Die Charts habe ich auch nicht bei der Hand. Ich habe keine Ahnung, wo was er sagt. C13? C13. Na, schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja C13. So, soweit habe ich alles abgeschalten. Afterland Checklist. Afterlanding Checklist. Rejected. Spoilers. Disarmed. APU. Start. Radar. Radar. Off. Predictive wind shear system. Warte, ich schalte den Flystick wieder aus. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Off. After landing checklist. Complete. Schau mal, vielleicht sieht man irgendwo, wo der Haverer steht. Da steht der Haverer. Da muss ich wahrscheinlich noch einer hin. Aber da muss ich irgendwo hinpacken, ziemlich sicher. Willkommen in Linz. So, ist das 13 C13? Da stellen wir sie hin. So machen wir das. Sehr geil. Nur die Frage, wo muss ich da genau hinfahren? Da links? Wo steht da? Anna. Da steht kein Einweiser. Wieso steht da kein Einweiser? Ich bin aber jetzt auf C13 fahren. Warte mal, vielleicht muss ich da links noch weiterfahren. Geh mir nicht aus. Du bist brav. Oh ja, da nach links muss ich, da ist die Haltestelle für C13. Aber es steht trotzdem kein Einweiser da. Was irgendwie nicht so leibend finde. Ich meine doch, da kommt dann automatisch einer. Wurscht, wenn man sich so irgendwie hin. Geht auch diese. Da können wir sie noch in Airport ein bisschen ausschauen dann von außen. So, da bleiben wir stehen. Parkbremse ein. Taxi Light off. Taxi Light off. Dann machen wir die Parking Checklist. Parking Checklist. APU bleed. On. Engines. So, dann drehen wir die Triebwerke auf. Dankeschön, Dankeschön. Ich bemühe mich. Engines off. Seatbelts. Seatbelts.
Off. Off. Exterior lights. Off. Fuel pumps. Off. Off. Parking brake and chocks. On. On. Parking checklist complete. So weit, dann muss ich meinen Tracker gar abschalten, weil sonst kriege ich wieder irgendwelche Fehlmeldungen. Und warte, währenddessen lasse ich da von außen drüber schauen. Ja, das ran automatisch, cool. So, warte mal, von Wien nach Linz bin ich geflogen, jawohl. Windkorrektor passt. Okay, dann gehen wir hier mal in die Außenansicht, dann können wir sich ja mal ein bisschen da den Flughafen Innsbruck ansehen. Ich habe die Kamera ein bisschen schneller, weil sonst bewege ich mich so langsam. Immerhin wollten wir, wie viele Leute sie da herfliegen. Jetzt schauen wir sich das ein bisschen an. Wenn da, das ist übrigens nicht der Standard Airport, das ist auch von JustSim, der Linz Airport. Blue Danube Airport heißt das, also Blaue Donau Airport. Und ich finde, er schaut ganz gut aus. Er war auch in X-Plane schon relativ bleibend von denen. Ist auch ein Hangar, nur ist nichts drin. Ich werde sie hier anschauen, wie Flughafen. Da ist Logistikzentrum. Also das Flugzeug hört man da. Das sind immer die anderen Geräusche, was man hört. Und auf der anderen Seite hast du den Fliegerhorst, ne? Hörsching. Mit dem Militärflugplatz. Da. Ich weiß nicht, wie das dort ausschaut, aber ich denke mal, die haben das ganz gut gemacht. Da stehen sogar ein paar Militärhubschrauber. Haben wir in Österreich solche Militärhubschrauber? Ich weiß gar nicht. So gut kenne ich mich aus, siehst du. Ich glaube, eure Fighter sind in Linz, glaube ich, nicht stationiert, oder? Alle haufenweise Hangars. Aber neben A drinnen ist nichts. Na, drin sind es leer. Okay. Meine Damen und Herren, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Schauen wir mal, ob das heute funktioniert, ohne dass das hier aufhängt. Nein, heute hängt es sich wieder auf. Keine Ahnung wieso. Letztens hat es funktioniert. Keine Ahnung. Hin und wieder hängt es ja auf. Hin und wieder funktioniert es ohne Probleme. Ich weiß wirklich nicht mehr. Ich werde mir ja schon früher im Arsch. Also, in dem Sinne, meine lieben Damen und Herren, es war sehr schön. Es hat mich. Die Wetterauflösung wollte ich gerade sagen noch. Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Danke an alle fürs Zusehen. Ich vergebe euch jetzt natürlich noch gar eure Punkte. Und dann werden wir schauen, wer alle online ist. Dann werden wir schauen, wem wir vielleicht noch finden. Mein Schwager wäre zum Beispiel online. Du könntest noch ein bisschen Musik hören, wenn ihr wollt. So, die Wetterauflösung, wo ist das gegangen? Ja, sag Ergebnis wählen. War eine gute Landung, oder? Hätte ich schon gesagt, ja. Ergebnis wählen. War eine gute Landung. Ihr habt ja eure Punkte. Vielen Dank. Vielen Dank an meinen Mod, dass er wieder dabei war und mir geholfen hat. Vielen herzlichen Dank. Und ich hätte gesagt, ich gebe euch weiter zu meinem Schwager heute, ne? Könnt noch ein bisschen abchillen mit House Funk Music. In dem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich sehe euch mal wieder. Und demnächst werden alle Flughäfen, die gewünscht wurden, nach der Reihe abgearbeitet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Dere bis zum nächsten Mal. Baba, Servus.